Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde in Lemon Cake. Unser Ziel ist es ja, irgendwann einen Zitronenkuchen backen zu können und ich habe schon mal ein, zwei Tage noch weitergespielt und mir das ein oder andere ja käuflich erworben. Und ja, nun bereite ich mich schon wieder auf den nächsten Tag vor. Also was heißt das ein oder andere? Ich habe mir hier diesen Tisch geholt, um doch zur Not mal was abstellen zu können. Zum Beispiel so eine Kakaobohne. Ja, und jetzt werde ich mich auf den nächsten Tag vorbereiten. Jetzt brauche ich erstmal wieder Münzen, um mir das nächste kaufen zu können. Und nein, ich werde den noch nicht öffnen. Ich bereite erst mein Schaufenster vor. Ich überlege ernsthaft, ob ich mir erst den Tisch fürs Schaufenster noch hole, also noch einen dritten Tisch. Beziehungsweise müsste ich dafür ja mir erstmal, naja, eine Schürze und so organisieren. So, und dann geht es hier nochmal weiter. Was stellen wir den denn noch hin? Eine süße Schnecke können wir den noch hinstellen, oder? Ich glaube, das geht. Das können wir machen. Na, das ist immer ganz gut, das Schaufenster da vorbereitet zu haben. Dann holen wir uns... Oh Gott, hier muss schon wieder gegossen werden. Genau. Dann gießen wir unser Bäumchen. Stellen unsere Gießkanne ab und dann muss ich, glaube ich, mal Richtung Erdbeeren mich weiterentwickeln. Aber dafür muss ich erstmal die Erdbeeren freischalten. Oh Gott, Isa, das verbrennt. Ach, Glück gehabt. Okay, dann würde ich sagen, können wir unsere Bäckerei eröffnen. Und dann können wir loslegen und hoffen, dass die Leutchen hier was Schönes haben wollen. Was machen wir denn? Wollen wir gleich noch einen Keks backen? Ich glaube, das können wir mal machen, wa? Na, komm her. Genau, dich will ich haben. Können wir ja ein bisschen auf Vorrat machen. In der Hoffnung, dass da jemand einen Keks haben möchte. Ein Ofen hat kein Brennholz mehr. Ja, bestellen Sie bitte. Es geht gleich los. So, machen wir hier noch sauber. Und natürlich möchte der jemand einen verdrehten Marshmallow haben. Oh, oh. Ob das gut geht? Klick, klick. Hol raus. Hol den Keks raus. Das war knapp. Möchten Sie vielleicht einen frisch gebackenen Keks haben? Wie sieht's denn aus? Hätte ich gerade über. Nein, denn nicht. Okay, dann warte ich jetzt mal ab. Pass auf, kaum habe ich den hier weggestellt, bin wieder drüben zum Tisch sauber machen. Möchte so einen Keks? Nee, eine Süßigkeit. Ja, gedrehten Marshmallow, kein Problem. Kriegen wir hin. Das kriegen wir doch locker flockig hin. Bitteschön. Ah, du hast ein Gebäck verkauft. Sehr gut, dann können wir den Keks da nämlich hinpacken. Ja, und ich habe gesehen... Oh, würden Sie bitte hier was wegnehmen? Zum Beispiel den Keks? Dann könnte ich einen neuen für ihn packen. Ja, so ist das, Feini. Ich habe gesehen, es gibt hier einen Katzenkaffee und was man nicht alles machen kann. Gucken wir uns mal an, wenn der Tag vorbei ist, würde ich sagen. Dass wir da mal einen genaueren Blick hinwerfen. Ist, glaube ich, doch sehr interessant, was es hier alles noch zu machen gibt. Und ich glaube, das wird noch richtig, richtig aufwendig. Es gibt ein schnelles Schaufenster und so weiter und so weiter. Oh Gott, da gibt es so einiges. Und das kostet auch echt viel Zaster, ne? Also da brauchst du richtig viele Münzen. So, eine Schnecke möchtest du haben. Na, das ist doch kein Problem. Sollst du kriegen... Uiuiuiui, Brennholz, yep. Sollst du haben, kein Problem. Mittagessen, wie sieht's denn hier aus? Oh ja, können wir denn gleich mal mitmachen. Und noch eine Schnecke wollen die haben, okay. So, bitteschön. Noch eine Schnecke. Würdest du das bitte nehmen? Dankeschön. Puh, also es ist schon teilweise, holla die Waldfee, muss ganz schön flitzen, um hinterher zu kommen. Und deshalb habe ich mich entschlossen, jetzt gerade am Anfang vielleicht doch nochmal so verdrehte Marshmallows zu machen. Auch wenn die Leute sich beschweren, dass ich effektiv manche Sachen zu häufig auf dem Speiseplan habe. Ein Ei-Benedikt? Ei-Benedikt? Unter was läuft denn das? Ein Erdbeerdonut könnte ja Kirschkrapfen.
2,50. Ich würde mich für den Erdbeerdonut entscheiden. Ja, genau. So, dann kriegst du hier mal deine Bestellung. Genau. Oh, Moment. Ich muss hier mal schnell noch Süßigkeiten machen. Hätte ich vielleicht irgendwas anderes zum Backen noch schnell machen sollen. Aber gut, kein Problem. Ihr sollt euer Essen kriegen. Komm, wir machen mal noch einen Keks. Einen Schokoladenkeks, wenn die Schokolade auch mitmacht. Nein! Packt das da wieder hin. So, dann können wir in der Zeit nämlich den gedrehten Marshmallow machen. Hier rein. Dann können wir die bedienen. Oh, jetzt ist das Mittagsgeschäft schon wieder rum. So, du möchtest das haben? Ja. Mein Ofen hat kein Brennholz mehr, ne? Ist ja nicht schlimm. Der Keks ist ja offensichtlich fertig. Oh, und da bin ich schon Level 5. Krass. Das geht ja doch relativ schnell. 51 Taler. Wunderbar. Machen wir ein bisschen sauber hier. Und dann müssen wir, glaube ich, in Erdbeeren investieren. Oh Gott, und dann brauche ich noch einen Platz in der Küche. So, ich hoffe, es hat Ihnen geschmeckt. Ja, ich wünsche Ihnen auch einen wunderschönen Abend. Ja, ja, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Tag 6, wieder keine verpassten Bestellungen. Sehr gut, finde ich sehr gut. So, Menü. Ich würde ganz gern... Was hatte ich denn jetzt zu oft? Die süße Schnecke oder den Schokoladenkeks? Ja, der Schokoladenkeks war's. Und dann würde ich gerne den Erdbeerdonut mit reinnehmen. Und zwar bräuchte ich dann die Erdbeerpflanze. Genau. So, was können wir denn hier noch machen? Wir können machen, verbessere dein Brennholz, damit der Ofen länger brennt. Könnten wir machen. Repariere einen Ofen und backe ein zusätzliches Gebäck. Na, ich glaube, das möchte ich aktuell nicht machen. Ob ich noch ein zusätzliches Gebäck ins Schaufenster stelle? Schwierig, schwierig, schwierig. Oder nehmen wir einfach das Holz? Komm, wir nehmen vielleicht einfach mal Outfit. Du kannst jetzt dein Outfit ändern, genau wie es ein professioneller Bäcker tragen würde. Ja, so machen wir das. Und wie geht das? Wie geht das? Garderobe. Eine Schürze. Oha. Ja, nicht schlecht. Könnte man machen. Da würde ich aber eher so eine grüne nehmen und einen Hut. Ey, wie knuffig. Wollen wir mal einen ganz grün machen? Das ist ja mal mega süß. So würde aber ein Bäcker nicht rumrennen. Und ein Schiffchen würde auch nicht... Ja, wie cool ist das denn? Ja, ich wollte schon immer einen Kuchen auf dem Kopf. Eine Brille, wunderbar. So hätte ich das ganz gern. So, dann gucken wir doch mal. Wo ist unsere Ach, das ist unsere Erdbeerpflanze. Alles klar. Eine Pflanze muss bewässert werden und du kriegst auch gleich Wasser. Oh, wunderbar, jetzt können wir Erdbeersachen machen. Das machen wir doch auch gleich mal für den nächsten Tag. So, da brauchen wir eine Erdbeere, Mehl und Zucker. Na, die sieht aber gar nicht mehr erdbeerig aus da drin. So, damit können wir ein bisschen mehr Knete machen, ne? 2,50 ist doch schon mal eine feine Sache. So, dann können wir vielleicht auch gucken, ob wir schon die... Na, obwohl... Wollen wir schon mal die nächste Erdbeere hier zwischenparken? Hierhin, bitteschön, dankeschön. Oh, einen schönen Donut. Lecker, 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 lecker. So, wunderbar. Und dann können wir den nächsten Tag eröffnen. Ein Träumchen. Kommen Sie und lassen Sie Ihr Geld bei mir. Kein Problem. Sehr schön. Also mir macht das Spiel echt mega Spaß. Ich habe ja wirklich auch die Tage, die ich alleine hier gespielt habe, auch gleich den Erdbeerdonut genommen. Wunderbar. So wünsche ich mir doch das. Also man ist, wie soll ich sagen, es ist fast wie so ein kleiner Suchtfaktor.
möchte gar nicht aufhören. Das ist ja klasse. Also gefällt mir echt richtig gut. Bin nur gespannt, wie das denn, wenn hier ein Schaufenster reinkommt. Ich sage, brauche ich aber über 200 Taler. Das ist schon eine ganze Menge. Mein Ofen hat kein Brennholz mehr. Ja, dann ist das eben so. So. So, machen wir gleich sauber. Nee, wir brauchen dieses. So, sie möchte nur eine Süßigkeit. Mein Gott, ich brauche doch viel Geld. Ich brauche doch wirklich viel Geld. Leute, so geht das doch aber nicht. Jetzt ist ja die Frage, holen wir uns noch eine Erdbeere? Oh, ich muss gießen. Ich muss gießen. Oh je, wenn die Pflänzelein gelb werden, ist das nicht gut. Oh, das kann ja richtig heftig werden hier. Ich sag's euch, das wird krass. Oha, du möchtest eine Schnecke haben. Eine süße Schnecke sollst du kriegen. Dafür braucht man nur sowas, sowas. Ja. Und sowas. Oh, dann sollte ich hier gleich mal fegen. Sonst blockiere ich mir hier selbst meinen Weg. Ja. Gut. Oh, Mittagspause. Mittagspause. So, bitteschön. Und dann geht's hier nochmal. So. So. Ja, man sollte vielleicht wirklich auf Vorrat gehen, ne? So, wie sieht's hier aus? Oha. Komm, wir machen hier mal so. So. Und schon mal alles rein, würde ich sagen. Oh, halt durch. Sie bekommen ihre Schnecke. Kleinen Moment. Oh. Oh mein Gott. Alles leer. Ich komme, ich eile. So. Dann können wir ja vielleicht hier schnell so und so und so uns machen. Nein! Ah! Du sollst doch hier das nur machen, so. Nein, jetzt habe ich bestimmt eine Bestellung verpasst. Ah. So, einen Ach Gott. Habe ich jetzt echt eine neue Bestellung wurde aufgegeben? Ach nee, jetzt wollte ich das da gerade machen. Ist die jetzt gegangen, weil das zu lange gedauert hat mit der Süßigkeit? Tut mir leid. Es tut mir sehr leid. Bitteschön. Ich meine, es ist ja alles immer besser als gar nichts, ne? Oh, oh. Kleinvieh macht auch Mist. Kaufen Sie Süßigkeiten. Kaufen Sie Süßigkeiten. Jetzt wollen die alle keinen Schokoladenkram mehr haben, wa? Jetzt sind sie alle scharf auf Erdbeerkram. So. Würden Sie das bitte da reinmachen? Vielen Dank. Passen Sie auf, wenn Sie jetzt einen Erdbeerdonut bestellen, müssen Sie nicht so lange warten. Nee, Sie möchten gern sowas. War ja klar. Einmal rühren. Gut. Oh Gott. Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach mit den vielen Bestellungen. Du hast dein Gebäck verkauft, ne? Das ist ja schön. So, dann haben wir das gleich für den nächsten Tag. Ist ja die Frage, ne? Kriege ich denn dafür weniger? Das wird ja auch eingepackt, ne? Oh, weia. Gebäck vom Vortag. Habe ich jetzt überhaupt noch nicht drauf geachtet, ob das irgendwie weniger Taler bringt. Müsste ich mal drauf achten. So, dann ist doch unser Laden schon wieder schick. 17,11 Euro. Oha. Keine verpassten Bestellungen. Gute. Ja, so was ist denn jetzt zu oft gewesen? Waren es die Marshmallows? Ich würde die aber ganz ehrlich, ne, bringt halt nicht viel Geld, ne? Wollen wir vielleicht das Baguette nochmal mit reinbringen wieder? Und dann vielleicht die süße Schnecke rausschmeißen? Und einen Schokoladenkeks? Gut, da haben wir ja noch nicht mehr. Vielleicht einen Schokoladenkeks? Ja, gut, bringt jetzt nicht allzu viel an Trinkgeld, aber macht nichts.
Ich wünsche, ich könnte wieder backen. Ja, das glaube ich. Oh, guck mal hier. Katzencafé. Füge gemütliche Möbel für Katzen hinzu. Sie werden jeden Tag deinen Laden besuchen. Ist ja süß. So, hier können wir noch einen Verkaufsschalter dazustellen. Noch einen Verkaufsschalter. Da überlege ich halt. Beziehungsweise noch Küchenfenster. Oder ich sollte vielleicht wirklich mich mit meinen Öfen beschäftigen. Dann muss ich aber, wenn ich hier ein zusätzliches Gebäck backe, wo soll ich das denn hinstellen, wenn ich gar nicht genug Platz habe? Ich würde vielleicht einfach mal die Brennholzverbesserung noch holen. Jetzt musst du nicht mehr so oft Brennholz in deinen Ofen geben. Ja, ich glaube, das ist ganz okay. Oh, jetzt können wir eine Kuh adoptieren. Und Hühner. Oh, wie schön. Oh mein Gott, was gibt's denn hier noch? Gefrierschrank, Tierbürste? Oh Gott, wie soll ich das denn alles schaffen? Lade deine Ausdauer schneller auf, um öfter durch die Bäckerei zu flitzen. Ach ja, ich kann ja flitzen, stimmt ja. Verbessere deine Öfen, was bist du? Erntetransporter. Baue einen Erntetransporter, um deine Zutaten schnell in die Küche zu bringen. Das ist ja auch nicht schlecht. Also, man braucht echt viel Knete. Oh, weia, das ist ja schon heftig. Uha. Ja gut, aber dafür musst du halt nicht jedes Mal hier hinlaufen, ne? Ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. Ja gut, ihr Lieben, ich würde aber sagen, ich komme für diese Folge zum Ende. Mein Kaffee ist vorbereitet oder meine Bäckerei ist vorbereitet für den nächsten Tag. Ich werde sicherlich wieder 1, 2, 3 Tage weiterspielen, beziehungsweise schauen wir einfach mal. Ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch wie immer einen traumhaft schönen Tag und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss.